Es ist 5 vor 12, sagen die Frankfurter Bürgerinitiativen am Internationalen Tag gegen den Lärm. Sie rufen zum stillen Protest auf. Ruhe, danach sehnen sich die Protestanten. Mit der stillen Mahnwache wollen sie auf den täglichen Krach hinweisen. Sie fühlen sich von Eisenbahnen, Autos und Flugzeugen belästigt. Die Nacht ist für mich jetzt regelmäßig 5 vor 5 beendet. Und das verändert einfach das Leben. Wir wollen, dass es leiser wird. Und wenn ich der Fraport schreibe, wann wird es in Offenbach wieder leiser, dann schreibt uns die Fraport, das wissen wir selbst nicht. Dann fahren die Züge direkt am Haus vorbei, an der Terrasse. Ja, und dann oben noch der Fluglärm. Wahnsinn. Wahnsinn. Lärm ist gerade in Hessen ein Streitthema. Besonders der Fluglärm sorgt für Stress. Jeden Montag treffen sich die Fluglärmgegner zur Demo. Pfiffe und Buhrufe, gelbe Fahnen und Transparente. In vielen Orten rund um den Flughafen ist es mit der Nordwestlandebahn sehr viel lauter geworden. Und auch in Frankfurt selbst. Wir müssen dafür kämpfen, dass in diesen Randstunden der Nacht und am Morgen einfach der Lärm reduziert wird. Das hat Tarek Al-Wazir als neuer Verkehrs- und Wirtschaftsminister versprochen. Er hat versprochen, dass er in 2015 da ein Ergebnis vorweist. Da stehe ich an seiner Seite, unterstütze ihn, wo ich da kann. Weil Lärm macht krank. Auch im Mittelrheintal plagen sich die Menschen täglich mit Lärm. Der Bahnlärm gehört zur Region, genauso wie der Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Rund 400 Züge fahren täglich durch die idyllische Landschaft. Egal ob Bahn, Flug oder Verkehrslärm, irgendwann wird der Krach unerträglich. Bisher war ich keiner, aber man macht uns zum Wutbürger. Jetzt reicht's. Es muss leiser werden, das ist unsere Forderung. Und die Fraport ist als Verursacher des Lärms verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es leiser wird. Ich scheiß drauf, dass die immer so schön sagen, von wegen gute Nachbarschaft. Also wenn mein Nachbar so mit mir umgehen würde, hätte ich ja eine heftige Diskussion mit ihm. Es reicht, sagen die Demonstranten in Frankfurt. Das Bündnis aus rund 80 Bürgerinitiativen kämpft für eine lebenswerte Region. Deshalb wird weiter demonstriert. Nicht nur heute, am Internationalen Tag gegen Lärm.